So, na dann herzlich willkommen zu Gerne lernen bei MDR Wissen. Mein Name ist Frank Göring, ich bin Mathematiker der Technischen Universität Chemnitz und habe die Freude, euch durch die Feriensendungen zu begleiten. Das heißt also, heute Morgen und übermorgen gibt es mich noch live. Und ich habe auch für heute wieder was mitgebracht. Und zwar ist das Thema ja Bruchrechnen. Ja, und zerbrechen will ich hier nichts, deswegen habe ich mir ein bisschen Flüssigkeit mitgebracht. Und zwar habe ich hier ein Glas mit Brause. Man hat ja auch manchmal Durst. Heute soll es warm werden, morgen noch wärmer. Das sind gerade 2/3 Liter. Okay, jetzt kann es aber sein, dass ich zu irgendeinem Zweck, zum Beispiel um irgendeinen interessanten Kuchen zu backen, von meinem Getränke einen 1/2 Liter abgeben muss. Das heißt also, da kommt dann also meinetwegen meine Frau mit dem großen Messbecher und sagt, ja, gib mir mal 1/2 Liter ab. Und dann muss ich hier natürlich 1/2 Liter abmessen. Ich bin natürlich geizig und gönn ihr keinen Strich mehr. Na, hier ist also die Flüssigkeit genau bei einem 1/2 Liter. Das kann man zwar jetzt nicht genau erkennen, aber genau hier steht 1/2 Liter drauf. Ja, jetzt hatte ich am Anfang 2/3 Liter. Meine Frau hat mir 1/2 Liter genommen. Weg ist er. Ja, so richtig weg noch nicht. Ja, und den Rest kann ich ja jetzt trinken. Prost. Ah, lecker. Ja, das könnt ihr gerne nachmachen. Man soll auch in diesen Zeiten genug trinken. Aber wie viel habe ich denn jetzt getrunken? So, also haben wir so ein Problem. Wir haben also gewissermaßen so eine Aufgabe. Ich habe 2/3 Liter in meinem Becherchen. Davon habe ich 1/2 Liter abgegeben. Schreiben müsste man können, minus 1/2 Liter. Ja, die Liter, das weiß ich schon, das kommt jetzt erstmal als Einheit raus, das passt. Das heißt also, eigentlich müsste ich hier noch sowas rechnen wie 2/3 minus 1/2. Und schon haben wir das Problem, denn das kann ich jetzt nicht so einfach rechnen. Ich kann jetzt nicht einfach rechnen 2 minus 1 zum Beispiel durch 3 minus 2. Weil wenn ich 2 minus 1 durch 3 minus 2 gerechnet hätte, käme ja raus, ich hätte einen Liter getrunken. So, wie kann man das jetzt vielleicht machen? So, die Idee, die hinter dieser Subtraktion zum Beispiel von Brüchen steht, ist eigentlich die, dass man dieses Drittel und dieses Halbe immer irgendwie als Einheit vielleicht auffassen kann. Das heißt also, ich kann das hier schreiben, 2/3 ist gleich 2, dann habe ich hier die Einheiten Drittel. 1/2 ist gleich 1 und dann habe ich hier die Einheiten Halb. Und jetzt sieht das Ganze doch recht problematisch aus, weil, ja, bei Zentimetern und Metern kennt ihr das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Meter habe und möchte dort 21 Zentimeter abziehen, dann kann ich auch nicht einfach losrechnen und die 2 nehmen und die 21 davon abziehen und dann weiß ich gar nicht, was das für eine Einheit sein soll, sondern das, was ich zuerst machen muss, ist, ich muss das hier auf eine gemeinsame Einheit bringen. In dem Falle würde man hier 200 Zentimeter sagen und hier würde man 21 Zentimeter sagen. Und wenn ich hier die beiden voneinander abziehe, dann kriege ich natürlich Zentimeter raus. Und kann das berechnen. So, jetzt sind meine Einheiten irgendwie keine Buchstabeneinheiten, also sowas wie Zentimeter, Millimeter, Liter, Milliliter, sondern meine Einheiten sind jetzt hier Drittel und Halbe. Das kennt ihr auch von Tortenstücken, ne? Wenn man eine Torte teilt und einer hat schon eine Dritteltorte gegessen. Ja, und jetzt ist da noch eine Vierteltorte. Wie viel hat er denn dann insgesamt intus? Ja, also im Wachstumsalter, meine Söhne schaffen das locker. Gut.
Das heißt also, wir müssen das auf eine gemeinsame Einheit bringen. Und solche gemeinsamen Einheiten, das sind halt Drittel, Viertel, Fünftel, Sechstel, so Zeug kommt alles in Frage. In dem speziellen Fall würde man natürlich rechnen, ja, was ist eine gemeinsame Einheit? Wenn ich die Drittel nochmal halbiere, dann sind das natürlich zwei Sechstel. Na, dann habe ich, wenn ich ein Drittel nochmal halbiere, dann kommt ein Sechstel raus. Weil, naja, dann habe ich halt erst gedrittelt und dann halbiert und 2 mal 3 ist 6. Wenn ich ein Halb nochmal drittele, dann kriege ich natürlich, wenn ich alle drei Teile betrachte, 3 durch 3 mal 2, also 3 Sechstel raus. So, und mit der Überlegung kann ich natürlich das Ganze jetzt rechnen. Das ist also gleich 2 mal, was hatten wir hier? 2 Sechstel. Und das hier ist gleich, was hatten wir hier? 1/2, 3 Sechstel, also 1 mal 3 Sechstel. Ja, und jetzt kann ich das wieder als Einheiten auffassen. Ich kann also sagen, 2 Drittel ist gleich, ja, 2 mal 2 sind 4, 4 Sechstel, 4 mal 1 Sechstel und 1/2 ist gleich 3 mal 1 Sechstel. Ja, und jetzt die Differenz. Ja, dann habe ich 4 von den Dingern. Dass das jetzt Sechstel sind, ist unerheblich. Ihr würdet jetzt, wenn es Liter wäre, auch nicht drüber nachdenken, was mit den Litern ist. Deswegen brauchen wir jetzt nicht mehr drüber nachdenken, was mit den Sechsteln ist. Das ist halt dieselbe Einheit. Und wenn ich dieselbe Einheit habe, dann kann ich subtrahieren. Dann habe ich hier 1 mal 1 Sechstel. Das heißt also, ich habe noch ein Sechstel Liter. Brause übrig gehabt und die hat jetzt meinen Durst gelöscht. Ja, das heißt also, von der Sache her ist Bruchrechnung in einem gewissen Sinn die Suche nach der gemeinsamen Einheit. Na, wir brauchen ja eine gemeinsame Einheit für die Drittel und die Halbe und ja, wir haben hier dann als gemeinsame Einheit erstmal die Sechstel rausgefunden. Das war im Prinzip von der Idee her so, dass ich also gesagt habe, Drittel, okay, 3 mal 2 ist 6 und Halbe, ja, 2 mal 3 ist auch 6. Ne? 3 mal 2 ist 6 und 2 mal 3 ist auch 6. So, das heißt also, wir können diese gemeinsame Einheit bei Brüchen einfach durch Erweitern produzieren. Ne? Erweitern ist genau das, was wir sagen. Wir haben also quasi hier aus einem Drittel 2 Sechstel gemacht. Wir haben also Zähler und Nenner mit 2 multipliziert oder aus dem Halb 3 Sechstel. So, die Frage nach der gemeinsamen Einheit ist aber viel, viel älter. Das heißt also, das haben sich schon die alten Griechen gestellt mit der gemeinsamen Einheit, weil man ja gerne mit seinen Maßbändern, die man hat, eben messen wollte und wollte so gut wie möglich ein exaktes Ergebnis rausfinden. Ja, und wie ist das mit den exakten Ergebnissen, haben die sich gesagt, geht denn das überhaupt? Also, wie kann ich denn da jetzt die passende Einheit finden, wenn ich zum Beispiel 2 Längen messen möchte, die im Verhältnis stehen? Wir erinnern uns vielleicht auch an gestern. Da hatten wir ja so solche Sachen an der Tafel oder am Flipchart stehen. Also das Einzige, was lesbar war, war A zu B gleich A' zu B'. Und dieses A zu B, naja, das lässt sich ja natürlich besonders schön hinschreiben, wenn das A und das B jetzt richtige Zahlen sind, was weiß ich, 2 und 3. Und das A' und das B' eben auch richtige Zahlen sind, zum Beispiel 6 zu 9. Ja, und wenn ich aber jetzt quasi für das A und das B entsprechend passende Einheiten mir denke, dann hätte ich gerne natürlich, wenn das dasselbe ist, also dieses Verhältnis, die beiden Verhältnisse dieselben Verhältnisse sind, dann ist natürlich das hier irgendwie schöner.
Das sind kleinere Zahlen, damit kann man besser rechnen, wenn man jetzt auch mal im Kopf rechnen muss. Das heißt also, man möchte eigentlich nicht unbedingt nur das eine, die eine Richtung, die wir eben gebraucht haben, nämlich das Erweitern von Brüchen, damit man auf die gleiche Einheit, auf den gleichen Nenner in dem Falle kommt, sondern man möchte insbesondere auch kürzen. Man möchte eine gemeinsame Einheit finden für die 6 und für die 9, sodass in dieser Einheit gedacht die 6 und die 9 eben kleinere Zahlen sind. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich aber hier Zentimeter dahinter schreibe, dann habe ich 6 Zentimeter und 9 Zentimeter und dann könnte ich ja sagen, ja, Zentimeter ist jetzt eine doofe Einheit gewesen, weil da sind die Zahlen so groß. Ich könnte ja auch eine Einheit machen, ein Frank, das ist mein Name. Das sind 3 Zentimeter. Okay. Und was passiert jetzt, wenn ich also quasi hier die Zahlen in Frank umrechne? Dann kriege ich hier natürlich, ja, 1 Frank sind 3 Zentimeter, 6 Zentimeter sind also 2 Frank. Und 9 Zentimeter sind 3 Frank. Das heißt also, wir haben 2 Frank zu 3 Frank. Jetzt muss ich ein bisschen größer schreiben, sehe ich gerade. Das werden wir also machen. Das heißt also, die Idee war die nochmal 6 Zentimeter zu, das ist schön. Machen wir es also mal richtig schön rot, dass man eine andere Farbe kommt. 6 cm zu 9 cm ist gleich. Ja, und wir hatten gesagt, 1 Frank sind 3 cm und hatten dann rausgefunden, aha, das entspricht gerade dem Kürzen durch 3. Das sind also jetzt hier 2 Frank. Und 9 cm sind dann 3 Frank. Das gefällt mir sehr gut mit der Einheit Frank. ich möchte, dass du auch eine Aufgabe mit Efis bitte berechnest. Ja. Aber sag mal, wenn ich dir jetzt so folge, fiel mir so die Frage ein, was denkst du, welche Berufsgruppe muss ich am meisten mit Brüchen beschäftigen? Mir fiel jetzt als erstes der Bäcker ein. Aber was sind deine Erfahrungen? Welche Berufsgruppe braucht am meisten Brüche? Also, ob man jetzt Brüche braucht oder nicht, liegt immer daran, wie gut man die gemeinsame Einheit schon gefunden hat. Ich muss jetzt zugeben, dass ich selber Mathematiker bin. Ich weiß aber, dass ich zum Beispiel, wenn ich im Internet koche, also nicht, ich koche nicht im Internet, aber ich gucke mir im Internet ein Kochrezept an und dann sehe ich halt, aha, ich brauche das jetzt für 4 Personen. Und da steht dann, also gut, das Rezept ist jetzt für 4 Personen und ich brauche, was weiß ich, 2,5 Liter Milch und so weiter. Und jetzt ist aber dummerweise bei mir zu Hause, zurzeit sind wir zu Hause 5 Personen, also werde ich das wohl sicherheitshalber umrechnen müssen. Das heißt also, ich muss mit 4/5 zum Beispiel multiplizieren und der andere Bruch ist auch so ein Bruch. Das heißt also, ich habe genau das beim Backen und Kochen und deswegen Bäcker fällt einem da ein, Koch fällt einem sicherlich ein. Wobei die natürlich immer wissen, dass sie mit sehr, sehr großen Mengen arbeiten, wenn sie das beruflich machen. Aber privat hat man es immer mal wieder, dass man solche Sachen tut. Jedenfalls ich habe das immer mal bemerkt. Ne? So, ansonsten ist es natürlich klar, dass wir die Bruchrechnung nicht als Endergebnis machen in der Mathematik, sondern das, was wir hier bei Brüchen an Struktur lernen, das brauchen wir dann später auch, um mit wesentlich komplizierteren Sachen zu hantieren. Das heißt also, das, was Bruchrechnung anlegt an Denkmöglichkeiten, das brauchen eben Informatiker natürlich ebenso und die ganzen Naturwissenschaftler und Mathematiker auf jeden Fall. Das ist nämlich eins der spannendsten Themen. Wir werden dazu noch kommen, die es eigentlich gibt. Das zieht sich also dann bis ins Ende des Mathestudiums in die höhere Algebra. Alle Schüler freuen sich jetzt. Nein, so weit wollen wir ja auch gar nicht kommen. Deswegen habe ich mit Euklid angefangen. Die Suche nach der gemeinsamen Einheit. Wir suchen also eine gemeinsame Einheit für Längen. Na, das war also quasi hier in unserem Falle der Frank. Sodass also diese Zahlen, die dann auftreten, mit denen ich zum Schluss noch zurechtkommen muss, dass die möglichst klein sind. Ja, wenn wir jetzt schon das Kochen und Backen hatten, Efi, da wollte ich noch erwähnen, es gibt ja diese Tassenkuchen und da ist die Einheit eben eine Tasse. Und wenn ich jetzt einen größeren backen will, nehme ich halt eine größere Tasse. Ne, das heißt also, ich versuche halt die Zahlen klein zu halten, indem ich die Einheit passend wähle. So, und da haben wir nämlich mal was vorbereitet, wie man so eine gemeinsame Einheit für 2 Längen
finden kann. Das ist dieser euklidische Algorithmus. Das hat sich also Euklid dann überlegt, wie komme ich denn dahin? Die prinzipielle Idee ist die, wenn ich eine gemeinsame Einheit für zwei Längen habe, wo die dann eben kleine ganze Zahlen sind, dann ist die Differenz von diesen kleinen ganzen Zahlen ebenso eine ganze Zahl. Das heißt also, die Differenzlänge hat dann auch diese Einheit als passende Einheit. So, und damit kann man einen schönen Algorithmus machen, um zu kürzen. Wir wollen also jetzt mal, das, was ich vorbereitet habe, ist, wir wollen jetzt einfach mal die gemeinsame Länge finden für zwei Längen und dabei gleichzeitig einen Bruch kürzen. Und zwar hatte ich mir so gedacht, wir kürzen sowas wie 21/28. Den wollen wir kürzen und wie gesagt, wir haben was vorbereitet. Ja, wir haben wieder was vorbereitet und zwar habe ich hier jetzt eine Schere, damit will ich natürlich was zerschneiden. Hier habe ich mir zwei Papierstreifen schon von der richtigen Länge, nämlich wir wollten ja 28/21 kürzen. Habe ich also einen Papierstreifen von der Länge 28 cm, einen Papierstreifen von der Länge 21 cm vorbereitet. Und jetzt ist die Idee, die Euklid hatte, na, wenn ich hier zwei so Längen habe und die haben ein gemeinsames Maß, in dem die alle gleich ganzzahlige Länge sind, also ganzzahliges Vielfaches des gemeinsamen Maßes, dann ist natürlich klar, dass die Differenz von den beiden Längen auch dieses gemeinsame Maß hat. Also wir haben hier diese beiden Längen und wenn ich jetzt die Differenzlänge bestimmen will, naja, dann brauche ich einfach nur die Länge des einen Streifens von der Länge des anderen abzuschneiden. Da versuchen wir es mal möglichst genau zu machen. Schanipp, da ist es gelungen. So, das heißt also, ich habe jetzt hier diese verkürzte Länge. So, da kann ich jetzt aber nicht nochmal die grüne Länge abschneiden von der kurzen rosa Länge. Das habe ich ja jetzt gerade abgeschnitten. Ja. Naja, nehmen wir mal so, dass man alles sehen kann. Aber ich kann natürlich jetzt sagen, okay, wenn die beide ein gemeinsames Maß haben, in dem die ganzzahlig sind, dann kann ich das hier wieder so machen, dass ich also quasi die Differenzlänge gucke. Da müsste die Differenzlänge auch wieder ganzzahlig sein. Also schneide ich hier wieder, in dem Falle jetzt ist die rosa Länge die kurze, schneide ich also so ab, dass die grüne Länge auch die rosa Länge hat. So, das scheint gut gelungen zu sein. Das heißt also, aha, jetzt ist das hier die Differenzlänge. Da passt aber die kurze rosa Länge noch rein. Das machen wir also hier wieder. Wenn das hier irgendwie ein ganzzahliges Maß hat und das hier ein ganzzahliges Maß hat, also in der günstigsten Maßeinheit, dann müsste das mit der Differenz wieder klappen, dass die auch ganzzahlig bleibt. Schanipp, schanapp. So. Das heißt also, aha, auch das hier hätte dann ein ganzzahliges Maß. Ja, und jetzt kann ich das natürlich wieder machen, aber jetzt stelle ich überrascht fest, ach, da ist es ja. Das heißt also, die Restlängen sind ja gleich. Das heißt also, die grüne Länge zusammengelegt war 1, 2, 3 mal dieses Maß, was wir gefunden haben. 1, 2, 3 mal. Und die rosa Länge, naja, das hier hatten wir ja abgeschnitten. Ist also dreimal die grüne Länge und dann nochmal die abgeschnittene, ist das Ganze viermal. Wir haben also als Kürzungsergebnis 4:3. So, das heißt also, das Ergebnis, haben wir jetzt gerade gesehen, oben, das waren 3 von den gefundenen Einheiten. Und oben, unten, das waren 4. Also das Ergebnis ist 3/4. So, jetzt hatte vorhin die Evi schon was gefragt, die hatte ich vorhin gar nicht vorgestellt. Das ist also die Dame, die manchmal links unten erscheint oder rechts oben. Ihr könnt also Fragen während der Sendung stellen an die Evi über Facebook, YouTube. Und das wird dann gegebenenfalls zusammengefasst an mich durchgestellt. Und ich freue mich natürlich immer auf eure Fragen und Kommentare. Also wenn das jetzt noch nicht so ganz einfach war, dann fragt und wenn es eben einfach genug war, mache ich fröhlich weiter. Ist natürlich klar, dass mit dem Schneiden
das macht Schwierigkeiten dahingehend, dass ich habe mir richtig Mühe gegeben, dass ich das einigermaßen exakt hinkriege, damit dann nicht hinterher die Restlänge dann womöglich doch nicht passt. Das heißt also, überall da, wo ich messen und schneiden muss, wo ich also so richtig mit realen Objekten zu tun habe, mache ich natürlich Messfehler oder Arbeitsfehler. Und diese Fehler, die möchte man natürlich gerne vermeiden. Das heißt also, ich möchte ja nicht ungefähr das Ergebnis rauskriegen, sondern ich möchte gerne rauskriegen, wie das Ergebnis genau ist. Also Mathematik versucht immer, alles ganz genau rauszukriegen. Das heißt also, das, was wir jetzt im Experiment gemacht haben, das sollten wir vielleicht auch praktisch mathematisch können, also mit Zahlen. So, und da ist natürlich dieses Abschneiden umgekehrt wieder. Also wenn ich diese Längen abschneide, dann ist die Restlänge einfach die Differenz von der Länge. Das heißt also, wenn wir die 21/28 kürzen wollen und die gemeinsame Einheit suchen, dann ist ja die Idee gewesen, ich starte also mit der 28. Weil das die größere von den beiden Zahlen ist und ziehe davon die kleinere Zahl ab. Ich nehme mal jetzt hier für die kleinere Zahl schwarz. So, das heißt also, nach dem ersten Abschneiden hatte ich dann ein Stück von, ja, das war die Einheit, war Zentimeter, das sind also quasi 7 Zentimeter übrig. Das war also das rosa Stück, was ich da übrig hatte, nachdem ich von dem langen das kurze abgeschnitten habe. Jetzt kann ich natürlich hier wieder 21 minus 7 rechnen. Was dem entspricht, ich schneide wieder, in dem Falle von dem grünen Stück, die 7 cm von dem rosa Stück ab. Und dann kriege ich natürlich hier eine grüne Länge, 21 minus 7. Das sind hoffentlich 14, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt also, nach dem Schneiden sollte ich dann ein Stück von 14 cm haben. Aber natürlich, wenn ich das von dem schwarzen abziehe, dann ist das also das Schwarze, was dem grünen Zettel entspricht. So, jetzt ziehe ich natürlich von dem Grünen wieder das Rote ab. Ne, das, weil das hier war ja jetzt die größere Zahl, die kleinere abgeschnittene Zahl ziehe ich ab. Und dann kommt aber 14 minus 7 kommt 7 raus. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, ah, jetzt sind wir aber ziemlich sicher, jetzt sind die beiden Stücke gleich lang, dass die gemeinsame Einheit ist 7. Das heißt also, in der Mathematik sagt man dann gerne auch der größte gemeinsame Teiler, deswegen GGET, wir sind sehr schreibfaul, größter gemeinsamer Teiler von den beiden Zahlen oder von den beiden Längen von 28 und 21, der ist 7. Das heißt also 7 hat sowohl 21 als auch 28 als ganzzahlige Vielfache. Bei der Aufgabe hatten es natürlich diejenigen, die noch nicht so weit aus der Grundschule raus sind, leichter oder die es vielleicht gerade machen, weil das die siebene Reihe erkennt man hier auch gut. Und das heißt, ich kann 21/28 durch 7 kürzen. Jetzt hast du das so schön mit Scheren und Streifen und ich habe es gut verstanden. Aber sag mal, wie mache ich das denn jetzt? Was ist denn das Vorgehen, wenn ich jetzt nicht sofort erkenne, dass das die siebener Reihe ist? Wie kürze ich denn dann? Mit welcher Zahl? Wie fange ich denn da an? Das war ja genau der Sinn des Algorithmus, dass wir eben, wir haben ja nicht gesagt, als wir hier die sieben rausgekriegt haben, ah ja, das ist ja die siebener Reihe, sondern wir haben gesagt, okay, wenn es jetzt eine gemeinsame Einheit gibt, durch die ich kürzen kann,
Dann muss natürlich 28 ein ganzzahliges Vielfaches sein und 21 ein ganzzahliges Vielfaches sein. Ah ja, stimmt. Ne? So, und dann ist natürlich die Differenz auch, ne, ganzzahlig in dieser Einheit. Und dann ist natürlich die Differenz, also alle Differenzen, die ich da so bilden kann, die bleiben dabei ganzzahlig. Und ich ziehe also immer von dem Reststück, was ich habe, von dem längeren Reststück, die Länge des kürzeren Reststücks ab. Und das mache ich so lange, bis die Reststücken alle gleich lang sind. Ja, dann weiß ich ja, wenn sie gleich lang sind, ist das die gemeinsame Einheit und durch die kann ich zahlen, kürzen. Das heißt also, wenn ich, das ist ja das Schöne beim Kürzen, wenn ich weiß, was ein gemeinsamer Teiler ist, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufgabe 112, 56stel habe, da hört es ja dann schon langsam auf mit den Reihen, weil wir sind jetzt über die 100, ne? Dann ist natürlich genau dieselbe Situation, aber ich kann natürlich sagen, ich kann jetzt erstmal so ein bisschen vor mich hinkürzen, weil ich vielleicht sehe, dass die Zahlen gerade sind. Das ist also in dem Moment, wo ich weiß, ah, die sind gerade, kann ich durch 2 kürzen, das ist halt eine schöne Situation. Dann kann ich eben sagen, okay, das sind, wenn ich die halbiere, 56 durch und hier kriege ich 28. So, jetzt kann ich nochmal durch 2 kürzen und so weiter. Im Wesentlichen kriege ich hier, dadurch, dass ich das immer sehe, was ich kürzen kann, ne, wenn ich hier wieder durch 2 kürze, dann weiß ich, das ist 28 durch 14. Aber spätestens hier sollte man eigentlich auch gemerkt haben, okay, wenn ich die durch 2 geteilt habe, habe ich die gekriegt. Das heißt also, dass da 2 rauskommt. Wenn ich also einen gemeinsamen Teiler erraten kann, weil ich eben zum Beispiel Teilbarkeitsregeln kenne, dann brauche ich den euklidischen Algorithmus natürlich nicht. Deswegen hatten es bei der Aufgabe die kleineren leichter, weil die konnten natürlich die 7er Reihe noch besser, jedenfalls nach meiner Erfahrung. Aber wenn es dann eben große Zahlen sind, wo man, was weiß ich, durch 13 kürzen müsste, die 13 findet man nicht mehr, weil man das nicht auswendig kann. Und dann kommt natürlich der euklidische Algorithmus immer noch dahin, die passende, und zwar die beste gemeinsame Einheit, also das, wodurch man kürzen kann, zu finden. So, euklidischer Algorithmus. Wir fassen das nochmal zusammen. Die Idee des euklidischen Algorithmus ist eigentlich, die zu 2 unterschiedlichen Längen eine gemeinsame Einheit zu finden, dass in dieser Einheit beide Längen ganzzahlig sind. So, das Ganze kann man verwenden, auch um Brüche zu kürzen. In dem Moment sucht man quasi die größte Zahl, sodass die beiden Zahlen Zähler und Nenner, also oben und unten auf dem Bruch, dass diese beiden Zahlen gemeinsam ganzzahlige Vielfache von dieser großen Zahl ist, durch die man kürzen möchte. Findet man, ja, bei Längen, indem man die Längen voneinander abzieht, abschneidet. Und im Falle dessen, dass man es rechnen will, ist das Abschneiden eben subtrahieren. Das heißt also, ich ziehe immer die größere Zahl von der kleineren ab, bis ich nun noch 2 kleinere, 2 gleiche Zahlen habe und dann habe ich diese gemeinsame Länge gefunden. Euklidischer Algorithmus ist also so ein Algorithmus, mit dem ich Brüche kürzen kann auf der einen Seite, aber das funktioniert eben sogar dann, also als ich mit den Papierschnipseln gearbeitet habe, das hätte auch funktioniert, wenn das Ganze Zoll oder Inch gewesen wäre, also wenn die in unserem Maßsystem überhaupt keine ganzen Zahlen sind. Das ist was ganz Faszinierendes. Das heißt also, die Suche nach einer gemeinsamen Einheit ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, ne, weil, ja, was könnte ich mit Brüchen nämlich noch machen? Ich muss ja nicht unbedingt kürzen, ich kann sie ja auch ausrechnen, aber wenn ich Brüche ausrechne, dann kommen ziemlich unangenehme Sachen raus. Wenn ich 3/4 zum Beispiel ausrechne, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal noch von Hand kann heutzutage, ich denke schon, ne? Dann rechne ich 3 geteilt durch 4. Ja, und dann habe ich natürlich, die 4 passt ja in die 3 gar nicht rein, also kriege ich hier eine 0, dann bleibt mir hier ein Rest von 3. Jetzt bin ich aber schon hinten angekommen, also kommt hier ein Komma. Und dann muss ich hier die nächste Zahl runterholen. 30 durch 4, die 28, dann habe ich hier eine 7. Ja, 7 mal 4 sind 28, bleibt eine 2 übrig. Nochmal runtergeholt, 20 durch 4 sind 5. Das heißt also, es kommt so eine Kommazahl raus. Das wollen wir mal ein bisschen, das hatten wir ja als so die 7 als Spielzeug. Und die 7 ist da sehr unangenehm. Na, also wenn ich die Zahl einfach ausrechne, das ist blöd. Probieren wir mal einfach 1/7 mal auszurechnen.
So, die 1, ja, die ist halt kleiner als die 7, das passt nicht. Da habe ich also einen Rest von 1, wenn ich da 0 habe. 10, da passt die 7 gerade einmal rein, bleibt ein Rest von 3. Ne, 1 mal 7 ist 7, 10 minus 7 ist 3. Wieder eine 0 mir gegönnt, wieder in die nächste kleinere Einheit umgerechnet. Hier jetzt Hundertstel, also 30 Hundertstel durch 7. 28 wissen wir, ist 4. Dann 30 minus 28, jetzt rechne ich es mal schriftlich, weil es so groß ist, aber hier bleibt eine 2 übrig und durch den Übertrag nicht mehr. Dann kriege ich eine 20. 20, da sehe ich bei der 7er Reihe vielleicht gerade die 14. Also eine 2 mal 7 ist 14. Muss ich hier die 14 abziehen, bleibt eine 6. Ja, muss ich wieder umrechnen in den nächsten. Jetzt sind wir schon bei 10.000stel. 60 durch 7 in der 7er Reihe. Was ist da so? Naja, die 56, das war 8 mal 7. Also wäre hier eine 8 passend. 8 mal 7 sind 56. Bleibt ein Rest von 4. Muss ich in den nächsten, jetzt bin ich schon bei 100.000stel, 40 geteilt durch 7, da passt die 35, komme ich auf 5. Ja, 5 mal 7 ist aber nur 35 eben, ne? Bleibt ein Rest von 5 und 50 durch 7, da 7 mal 7 ist 49, das weiß man normalerweise, kommt eine 7, ja, ist aber eben nur 49 und nicht 50. Und jetzt habe ich einen Rest von 1 und bin ganz unten angekommen und habe noch kein vernünftiges Ergebnis. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, ich würde jetzt mit dem Divisionsalgorithmus, also quasi immer von Zehnteln in Hundertstel umrechnen, das ist dann, wenn die 0 dazu kommt, von Hundertstel in Tausendstel und so weiter, und immer den Rest weiter dividieren, würde ich jetzt also quasi hier bei, ja, wo sind wir, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, Zehntausendstel, Hunderttausendstel, Millionstel, würde ich jetzt also quasi einen Rest haben von einem Millionstel und mit dem müsste ich das wieder machen. Und dann kommt das also wieder so raus. Das heißt, das wird so ein unendlicher Bruch, der geht aber genau jetzt wieder mit 1, 4, 2, 8, 5, 7 weiter. Da macht man so einen Periodenstrich, ist also sehr was Hässliches, gefällt mir nicht. Gefällt euch das? Frank. Nee, gefällt uns auch nicht. Aber könntest du uns vielleicht, bevor du weitermachst, noch mal ganz kurz erklären, was ein Algorithmus ist? Ja, ein Algorithmus, ja, das kurz zu erklären, ist spannend. Ein Algorithmus ist im Wesentlichen so eine Beschreibung für eine Handlungsanweisung, die verschiedene Tätigkeiten in eine bestimmte Reihenfolge bringt und dabei aber auch gegebenenfalls so Möglichkeiten lässt, zu entscheiden, mache ich jetzt weiter oder nicht. Der quasi eine Art Rezept? So eine Art Rezept mit Hinweis, wann ich fertig bin. Okay. So, eigentlich sollte das ja das Rezept hier fertig werden. Also wenn es nicht fertig wird, ist es kein Algorithmus. Wenn man einen Nicht-Algorithmus auf dem Rechner laufen lässt, dann stürzt der ab. Dann wird es halt nicht fertig. Eigentlich wären wir glücklich, wenn dieser Divisionsalgorithmus irgendwann mal fertig wäre. Aber das, was wir hier erlebt haben, ist zum Beispiel, der stürzt irgendwie ab. Das heißt, ich kann hier unendlich weitermachen und kriege immer wieder Ziffern. Das Einzige, was ich halt noch glücklicherweise gemerkt habe, ist, dass die immer wieder in derselben Reihenfolge 1, 4, 2, 8, 5, 7 und dann ging es wieder los mit 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Das wäre also das, was passieren würde. Aber ich werde halt nicht so richtig fertig, während ich beim euklidischen Algorithmus eben gerade fertig geworden bin. Die Antwort war, ich bin fertig, wenn die beiden Längen gleich sind. Das heißt also, dividieren ist möglicherweise sinnvoll, wenn ich das Ergebnis ungefähr brauche, weil ich ja dann gerne auch mal irgendwo abbreche mit der Darstellung der Zahl. Spannend natürlich ist, wie lang wird denn eigentlich die Periode und lauter solche Sachen. Das ist aber eben spannend als Knobelaufgabe und hat natürlich die Mathematik sehr befruchtet, solcherlei Fragestellungen. Wir wollen aber lieber, weil das eben schwierig ist und wir Ferien haben, wieder zum euklidischen Algorithmus und zu dem Abschneiden zurückkehren. So, ja. Und zum Ende, also jetzt wird es vielleicht auch nochmal spannend für alle, hoffe ich. Nämlich, was ich mir so gedacht habe, ist,
Wo haben wir denn noch so im richtigen Leben zwei verschiedene Längen, wo man sich mal fragen könnte, kommt denn da ein vernünftiges Verhältnis raus? Was ist, wäre denn die passende Einheit für diese zwei unterschiedlichen Längen, die da auftauchen? So, und ja, was man natürlich immer zur Verfügung hat, auch ich hier zum Schreiben, das sind zum Beispiel A4-Blätter. Das heißt also, die Frage, die wir mal versuchen können, mit dem euklidischen Algorithmus anzugehen und dann aber eben wieder praktisch, also richtig mit den A4-Blättern, das ist die Frage, gibt es eine gemeinsame Längeneinheit, die passend wäre für die beiden Seiten eines A4-Blatts? Ich schreibe das nochmal hin, damit man sich die Frage nochmal durch den Kopf gehen lassen kann, bevor wir da herangehen. Wir suchen also eine gemeinsame Einheit für die beiden Seitenlängen eines DIN A4-Blatts. Ihr könnt euch erinnern, das ist also quasi ungefähr ist das 21 mal 30. Das heißt also Zentimeter ist nicht die richtige Einheit, weil es ist eben nicht genau 21 mal 30. Wenn man hier so Kästchenpapier hat, sieht man das, dass das nicht aufgeht. Ja, also ist die Frage, was wäre denn jetzt die richtige Einheit für DIN A4? Und da haben wir mal was vorbereitet. So, wir haben da wieder was vorbereitet. Und zwar braucht man natürlich, wenn man das Seitenverhältnis von A4 kürzen will, A4-Blätter. Ich habe hier zwei A4-Blätter, die sind zum Teil schon bedruckt. Man braucht ja nicht immer neues Zeug zu nehmen, weil nach dem Experiment werfen wir es eh weg. Das sind also A4-Blätter und zum A4-Format gibt es vielleicht noch eine Sache zu erwähnen, nämlich wie ist denn das eigentlich definiert? Und das ist im Wesentlichen so definiert, dass die lange Seite des A4-Formates eben genauso lang ist, wie die Diagonale eines Quadrates, was die kurze Seite als Seitenlänge hat. Ja, wie können wir das überprüfen, ob das jetzt wirklich in dem Sinne A4-Format ist? Naja, wir falten hier so ein rechtwinkliges Dreieck ab. Das ist quasi ein über die lange Diagonale halbiertes Quadrat. Ja, das heißt also, die Hälfte von dem Quadrat fehlt hier gerade, die andere Hälfte sehen wir hier. Und wenn das jetzt wirklich dem entsprechenden Verhältnis entsprechen soll, müsste jetzt die Diagonale von diesem Quadrat, was wir abgefaltet haben, müsste entsprechen genau der langen Seite von meinem A4-Blatt. Und das kann ich natürlich überprüfen, indem ich hier die mal aufeinander lege. Nun ist natürlich klar, hier sehe ich jetzt, das passt genau, wenn das auch passt. Das heißt also, das ist hier wirklich A4 und nicht irgendwas anderes, also das handelsübliche Papier, was ihr zu Hause vielleicht, wenn ihr mitfalten wollt, auch zur Verfügung habt. Ja, jetzt wollen wir aber den euklidischen Algorithmus auf die Seitenlängen anwenden und da ist diese erste Faltung gar nicht mal verkehrt. Die erste Faltung macht nämlich nichts anderes, als wenn ich die jetzt hier so hinfalte, dann bleibt so ein rosa Rechteck übrig, deswegen habe ich zwei Blätter genommen, damit man die Farben schön erkennen kann. Bleibt also so ein rosa Rechteck übrig und die eine Seite ist immer noch die kurze Seite von meinem ursprünglichen A4-Blatt. Die andere Seite ist gerade, ja, da habe ich die kurze Seite einmal abgezogen. Das heißt also, ich kann prima durch so eine Faltung hier die kurze Seite von der langen Seite abziehen, was wir gerne machen. Und dann mache ich das hier gleich nochmal, weil ich das kann und gucke mir mal dann das Ergebnis an. Also wieder dieses Rechteck abgefaltet. Dieses Quadrat abgefaltet, da bleibt wieder ein Rechteck übrig. Jetzt hat man natürlich schon so einen Verdacht bezüglich dieses Rechtecks, wenn man sich überlegt, wie das da ursprünglich aussah. Vielleicht hat der eine oder andere einen Verdacht. Auf der anderen Seite ist es auch immer ganz gut, wenn man mal die andere Seite der Medaille betrachtet. Das heißt also, wir vergessen jetzt mal diese ganzen Falten und gucken uns dieses Viereck hier an. Das sieht ja jetzt nicht mehr aus wie ein Rechteck, sondern, na, ihr habt sicherlich zu Hause schon erkannt, das sieht ja aus wie Herbst, das sieht aus wie ein Drachenviereck. Und ja, nun, für einen Drachen würde es natürlich gehen, wenn es nicht so klein wäre.
Aber in der Mathematik gibt es natürlich heftige Definitionen und für ein richtiges Drachenviereck, für ein mathematisches, müsste dieses Viereck jetzt axialsymmetrisch sein, also diese lange Achse, die ich hier mit meinen beiden Fingern, wo ich die Enden markiere, die müsste die Symmetrieachse sein und auch das kann man natürlich mit Falten prima überprüfen, indem wir jetzt einfach mal hier checken, ob wenn ich das jetzt das eine Dreieck auf das andere falte, ob das denn genau übereinander passt. Und naja, beim Falten hat man halt, die Knicke werden dicker. Aber wenn man sich das so anschaut, passt prima. Also Drachenviereck. Das hat aber Effekte. Wenn das ein Drachenviereck ist, dann sind aneinanderliegende Seiten gleich lang. Also hier die langen Seiten von dem Drachenviereck sind gleich lang. Und die kurzen Seiten von dem Drachenviereck sind gleich lang. Ja, dass die langen gleich lang sind, das hatten wir ja vorhin schon bemerkt. Das hängt daran, dass das einfach ein DIN A4-Blatt ist. Aber dass die kurzen Seiten jetzt auch gleich lang sind, das ist das, was wir gerade neu erkannt haben. So, wenn wir uns das also überlegen, kurzen Seiten sind gleich lang, dann habe ich also hier die kurze Seite von diesem Restviereck, von dem rosa Restviereck, ist genau diese Seite hier. Und das ist ja die Diagonale von so einem Quadrat. Hier fehlt also quasi die restliche Hälfte, die ich gerade weggefaltet habe, Diagonale von dem Quadrat. Und die kurze Seite von dem rosa Viereck ist genau die Seitenlänge von dem Quadrat. Es ist also wieder so ein DIN-A-Format rausgekommen, nur mit einer komischen Nummer vielleicht. Und was das bedeutet, das gucken wir uns dann live an. So, wir haben also jetzt bemerkt, dass wenn ich dieses Faltexperiment mache, dass ich also, wenn ich die lange Seite die Länge der langen Seite verkürze um die Länge der kurzen Seite eines A4-Blatts und mache das mit dem Restrechteck nochmal, dass dann was rauskommt, ja, das ist wieder ähnlich zu dem ursprünglichen, weil ja das Verhältnis der Seiten ist wieder genau das Verhältnis von der Diagonale eines Quadrats zu einer Seite eines Quadrats. Das heißt, und das ist jetzt sehr ärgerlich für unseren euklidischen Algorithmus, wir können mit diesem kleineren Ding natürlich weitermachen und es wird wieder genauso ausschauen. Ich habe das mal so ein ganz kleines bisschen hier auf dem Monitor vorbereitet. Das heißt also, hier haben wir das ursprüngliche DIN A4-Blatt. Dann hatte ich in dem Experiment das große Dreieck hochgefaltet und dann das kleine Dreieck runtergefaltet. Und wir haben festgestellt, dass dieses Viereck hier ähnlich ist zum großen. So, mit dem Trick, den ich gestern erzählt hatte, mit den Ähnlichkeitsabbildungen, habe ich also dann dieses Bild hier draufgelegt, habe also gewissermaßen diese Faltung automatisch nochmal auf das kleine rosa Viereck angewendet. Und da sehe ich natürlich, ja, das klappt wieder. Ich kann also auch bei dem kleinen wieder erst ein großes Quadrat und dann ein kleineres Quadrat abfalten. Und dann bleibt wieder so ein Viereck übrig und das hat wieder die Eigenschaft. Die eine Seitenlänge ist die Seitenlänge von dem Quadrat, die andere Seitenlänge ist die Diagonalenlänge von dem Quadrat. Wenn ich das natürlich jetzt falten möchte, dann muss ich hier ein bisschen einschneiden. Klar, ich hätte auch eine Schere gehabt und hätte mich da länger beschäftigen können, aber natürlich am Rechner geht das zerstörungsfreier. Und jetzt kann ich natürlich dasselbe mit diesem Viereck wieder machen. Da bleibt wieder so ein kleines Viereck übrig. Und das sieht immer ähnlich aus. Also wenn ich jetzt hier das große Zeug mir wegdenke, dann bleibt jeweils immer so ein ähnliches Blatt übrig mit diesem Muster drin. Das heißt, das Innerste ist immer dieses Faltmuster, was ich einmal vorgeführt habe. So, und das kann ich machen und machen und machen und machen und machen und dann bin ich schon wieder in so einer unangenehmen Situation, die wir eben gerade beim Dividieren gesehen haben. Ich werde mit dem Suchen nach meiner gemeinsamen Einheit nicht fertig, sondern dieses kleine rosa Viereck, was übrig bleibt, das wird nur immer kleiner. Das heißt also, wenn das denn eine gemeinsame Einheit hätte, dann müsste die kleiner sein als jede beliebige Größe, die dieses Viereck da annehmen kann, also jede beliebige Seitenlänge, weil ja jedes von diesen rosa Vierecken müsste in der gemeinsamen Einheit eine ganzzahlige Länge haben.
Und da das aber immer kleiner wird, also hier am Ende ist es ja schon total verschwunden, da sieht man ja gar nichts mehr von dem großen Viereck, aber es ist immer noch da. Man kann das hier nämlich mal groß ziehen. Also ich nehme hier jetzt mal die Lupe und nehme jetzt das letzte und vergrößere das mal hier so ein bisschen. Und da sieht man hier ganz, ganz winzig ein rosa Viereck. Da muss man vielleicht noch mal vergrößern, dann sieht man es auch bei euch. Da ist es. Bleibt immer noch was übrig. Ich kann das machen, so lange wie ich will. Ich werde nicht fertig. Das heißt, die beiden Seiten von einem A4-Blatt haben keine gemeinsame Einheit. Gibt es auch ein schönes Fremdwort dafür, wen es interessiert. Sie heißen inkommensurabel. Habe ich auch erst gelernt, nachdem ich danach gesucht habe, weil an sich hatte ich so die Idee gehabt, das Verhältnis von den beiden ist ja das Verhältnis Diagonale des Quadrats zur Seitenlänge vom Quadrat. Und wir haben jetzt herausgefunden, dieses Verhältnis, das kann ich nicht kürzen und das bedeutet, es ist keine vernünftige Zahl. Und es gibt ein Fremdwort für keine vernünftige Zahl. Also unvernünftige Zahlen sind irrationale Zahlen. Das heißt also, was wir gesehen haben, ist, dass dieses Verhältnis eben gerade nicht vernünftig ist. Da klappt der euklidische Algorithmus nicht für das Verhältnis. Das Verhältnis ist irrational. So, damit möchte ich an der Stelle schließen. Und vielleicht nochmal Spaß wecken noch für morgen. Nämlich morgen werden wir uns ein bisschen mit Dreiecken beschäftigen und werden vielleicht sogar sehen, welche Zahl denn nun eigentlich jetzt irrational ist. So, das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit und morgen, hoffe ich, sehen wir uns an derselben Stelle, mich und die Evi und euch, und vielleicht haben wir wieder schöne Experimente zusammen.